Testtube Topics präsentiert eine Chemielehrer 2.0 Produktion. Hallo. In diesem Video erläutere ich die Säure-Base-Theorie nach Brønsted und Lowry. Zuerst gehen wir auf das Vorwissen ein, bevor wir die Erkenntnisse von Brønsted und Lowry einbeziehen. Nach einem Beispiel werde ich alles noch einmal kurz zusammenfassen. Jeder kennt sie, diese ätzenden Stoffe. Doch Säuren und Basen, was ist das eigentlich? Wir wissen bereits, Säuren sind Stoffe, die in Wasser Protonen abgeben, also H+-Ionen. Basen sind Stoffe, die in Wasser Hydroxidionen abgeben, also OH-Ionen. Brønsted und Lowry erweitern nun diese Definition. Säuren sind Stoffe, die H+-Ionen abgeben. Sie heißen daher Protonendonatoren. Basen sind Stoffe, die H+-Ionen aufnehmen. Sie heißen daher Protonenakzeptoren. Daraus ergibt sich: Säure HA gehen durch Abgabe des Protons H+ in ihre konjugierte Base A- über. HA reagiert zu H+ plus A-. Basen B gehen durch Aufnahme des Protons H+ in ihre konjugierte Säure HB+ über. B plus H+ reagiert zu HB+. Und insgesamt, Säuren und Basen bilden konjugierte Säure-Base-Paare. Dabei geht eine Säure in eine Base über und umgekehrt. Es reagieren immer zwei Paare miteinander und übertragen ein Proton. Zum Beispiel: H2SO4 reagiert zu HSO4- und H+. NH3 und H+ reagiert zu NH4+. In der Summe: H2SO4 und NH3 reagiert zu HSO4- und NH4+. Dabei ist Schwefelsäure und Hydrogensulfat das konjugierte Säure-Base-Paar 1. Ammoniak und das Ammonium-Ion das konjugierte Säure-Base-Paar 2. Kurz zusammengefasst: Säuren sind Protonendonatoren. Basen sind Protonenakzeptoren, nehmen also ein H+ auf. Zwei Paare reagieren miteinander. Aus der Säure HA und der Base B werden die Base A- und die Säure HB+. Jetzt noch als Übung die Gleichung für die Reaktionen von A, Ammoniak mit Wasser, und B, Chlorwasserstoff mit Wasser, aufstellen, und ich bin gut vorbereitet. Danke für die Aufmerksamkeit.